Dann können wir jetzt nach links von hier aus, oder? Er hat so einen Mini-Eingang. Nee. Nee, nicht ganz. Eins höher. Hier liegen Steine im Weg, also brauchen wir so eine Art Kraftarmband. So, ah ja, und da haben wir schon wieder einen kreativen Gegner. Ein Stein, der kein Stein ist. Der ist für irgendwas auch noch wichtig später. Den muss man ins Dorf bringen. Sprich mich nicht an, ich bin ein komischer Kauz. Schild nicht herausziehen. Ja, genau, dann läuft er ihm hinterher und alles, aber... Warum nur? Warum? ja, muss man ins Dorf bringen. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Quest-Sinne. Oder was er dann macht. Du kannst nicht hier hinein, solange ich an dir klebe. Oh, Mist. Naja, gut, der kann auch bei den Pegasus-Stiefeln easy mit... Okay, jetzt ist er weg. Ja, also... Man kann wahrscheinlich daran erkennen, wo man ihn hinbringen muss und wohin nicht. Und hier ist auch einfach nur eine Feenquelle, okay. Ach, ist ganz witzig eigentlich. Die Kakteen tun, glaube ich, weh. Ja, sogar ein ganzes Herz Schaden. Dann haben wir noch die klassischen Wüstenminen. Also hier würde ich die Pegasus... Oh Gott, so Dünenmonster gibt es auch noch. Toll. Hier würde ich Pegasus-Stiefel nicht unbedingt einsetzen. Da weiß man nicht genau, wo man gegen landet. Aber es gibt Herzteile und Geier. Na gut. Ah, ich glaube, wir kamen hier noch nicht rein. Ja, wir brauchen ein Übersetzungsbuch. Dann drehen sich die Dinger und man kann hier rein. Das kriegen wir nicht hier. Das finden wir im Dorf? Maybe? Müssen wir dann doch zum Berg? Boah. Mal gucken. Also hier kann man auch irgendwas machen. In eine Höhle reingehen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und hier ist ein Weiser. Mein Name ist Agina. Agina. Ich fühle, dass etwas Unheimliches im Goldenen Land vorgeht. Das ist sicher das Vorzeichen der großen Zerstörung, die die Hylianer vorhersagten. Das heißt, ein Held wird in der Wüste stehen, das Buch Mudora in seinen Händen. Ja, da kann man deine Sprache übersetzen. Du findest in der Bibliothek des Dorfes, wenn du der wahre Held bist. Und hier unten, wenn ich der wahre Held bin, kann ich auch deine Bude sprengen. Für ein Herzteil. Das ist eine sehr schöne Sache. Also muss man jetzt zumindest ins Dorf. Na gut, dann. Das hätten wir ja von Anfang an im Spiel machen sollen. Machen wir die Aufgabe nachträglich. An dieser Tafel kann man später auch noch was machen. Wir haben hier einfach vom Kaktus gestoßen. Oh, armer Geier. Einfach so runtergeschubst. Na gut, ich nehme mal die Gabe der Feen. Es hat super viele Feenquellen im Spiel. Bei der Höhe kann man jetzt bei den Geiern nicht genau einschätzen, wo man jetzt wirklich hinschlagen muss. Das ist ein bisschen sad. Wollen wir, dass der Typ uns folgt? Ja, schon. Kleiner Begleiter. Warum nur, Mann? Ach nee. Ach, begleitet er uns nur, solange wir das Schild tragen? Thank you.
Oder wie war das mit dem Typen? Nee. Und da ist ein Hase? Daran kann ich mich auch gar nicht erinnern im Spiel. Oh Gott. Aber wir haben keinen Schaden dadurch genommen. Witzigerweise. Gut. Dann... Blub. Ach so, normaler Gegner plus einer... Ja. Okay. Das Spiel ist, ein Schaden nehmen und Schaden geben. Ich hoffe, wir können hier von unten ins Dorf rein. Theoretisch schon. Also nicht hier an der Stelle, ich wollte noch was anderes angucken. Das ist ein Kreislauf oder was? Ja. Let's go! So, wir sind nur leicht südlich davon. Ich glaube, hier war sogar auch die Bibliothek. Nee. Glücksspiel. 20 Rubine. Ja, okay. Yay. Ich weiß gar nicht, wo man... was man gewinnen kann. Ich will es aber nur zum Test, also ich speichere mal. Aber ich werde keine der Truhen akzeptieren. Also man kann 50 gewinnen. Man kann 50 gewinnen. Man kann immer 50 gewinnen, oder was? Nee. 1, 20 und 50. Okay, gut. Ich zahle die 20 einfach nur, dass ich den Test machen konnte. Also theoretisch würde man hier doch nur Gewinn machen. Wenn so die Chancenverteilung jeweils 33% ist, dann kriegst du entweder deinen Startpreis zurück oder machst einen Gewinn von 29 oder einen Verlust von 19. Ich hatte mit meinem Bruder einen riesen Streit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Tja, Streit gelöst. Easy. Und Link, was sagt mein großer Bruder? Ist doch noch sauer auf mich? Der hat die Wand zugemauert, klar ist er sauer. Na gut, wenn es dir gelingt, das Ziel in 50 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Okay. Hier kann man runter und... Haben wir es? Jawohl, 11 Sekunden. Preis qualifiziert, wir kriegen ein Herzteil. Swoop. Und dann kann man von hier unten auch weiter... Hier ist die Bibliothek. So, dafür brauchen wir auch jetzt die Stiefel, weil... Bumm. Na gut, dann gehen wir doch nicht ins Dorf. Das Buch Modora, damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Soll ich... Ja, ich weiß nicht genau, was ich jetzt groß da machen soll. Ich sammle erstmal ein paar Items noch. Also vielleicht könnten wir den Herzteil da abstauben, aber meine Güte. Wir haben 5 Herzen. Und bald auch mehr, von dem her. Lass uns jetzt einfach schnell das Spiel durchspielen. Oh, eine grüne Bombe. Ah, das war die feindliche. Also wenn man Bäume rammt, können auch Sachen rausfallen oder vielleicht auch Hornissen kommen und sonst was. Also sehr, sehr vielfältige ist Glücksspiel, was passiert. So, was ich sagen wollte, wir holen jetzt die 3 Amulette, das Schwert, besiegen den Bösen und Gutes. Das Spiel hat sich dann in 10 Parts erledigt oder so. Passt dann. Ach, man kann das Spiel tatsächlich in relativ kurzer Zeit durchspielen. Es gibt ein paar YouTuber, die haben da so einen Trick gemacht. Mit dem man halt ein bisschen durch die Wände glitscht und dann zum Endboss kommt und den auch besiegen kann, ohne Schaden zu nehmen.
Ist ganz witzig und hat man das Spiel auch in 10 bis 20 Minuten durch. Aber halt ohne das Spiel gespielt zu haben. So, nehmen wir das Buch einmal. Ich weiß auch gar nicht, an welcher Stelle wir es noch brauchen. Es ist gar nicht... Boah, dieses... Das sieht voll aus wie so ein... Tier, diese, der Boden. Und aber. Schön, dass die Tierkadaver auch relativ... in einer... alleeförmigen... Alleeform liegen. Gut, übersetzen wir mal. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst erhört, öffnet sich der Weg. Link kann zwar nicht reden, aber... lass mich rein. Ich wünsche, dass ihr mich reinlasst. Sesam, öffne dich. Irgendwie sowas? Ja, ja, Sesam, öffne dich, passt. Irgendwie macht der gar nichts, der wartet nur. Willkommen im Dungeon Nummer 2. Der Rückstoß der Stiefel ist echt brutal. Ach, danke. Na, also, bam. Wir haben mal 5 Felder zurückgeschlagen. Ist der höher? Ja, also egal welche Reichweite man dabei... Oh, Laserstrahlen. Laserstrahlen sind immer unschön in Videospielen. Aber nur wenn er uns sieht, nur wenn er uns sieht, nur wenn er uns sieht, nur... Oh, oh, okay, und, au. Komm, geh weiter. Ach so, vielleicht könnte man ihn natürlich mit Pfeil und Bogen ausschalten. Oh, er schießt mehrmals, okay. Ja. Ein unschöner Start in den Dungeon. Ja. Oh. Ach komm. Nein. Tasten. Die richtigen Tasten zu drücken ist super schwer. Ja, aber da passiert nichts mehr. Die Karte. Schön. Gucken wir mal an, wie groß der Dungeon ist. Also er hat, ja, Erdgeschoss ist ganz entspannt. Erster Stock, 2 Räume und dann... Ich denke, das lässt sich hinkriegen. Check mal kurz nach Herz, ne? Okay. Oh. Nein! Link, dreh dich doch in die richtige Richtung, bitte. Okay, der Raum war einfach nur eine Finte. Wir bräuchten einen Schlüssel. Oh Gott. Und hier wäre ein Ausgang, den würde ich nicht nehmen. Da würden wir aus so einer Zunge rausfallen, die da am Dungeon-Ende ist. Also wir merken uns unsere rechte Seite Schlüssel.
Und dann kriegen wir wahrscheinlich in der linken Seite. Ey, nein! Wow. Kriegen wir, ja, kriegen wir hier den Schlüssel. Link, hier saß gerade. Hol unbedingt alle Schätze. Okay. Ah, das war mehr Glück als Verstand. Ich will trotzdem die möglichen Herzen. Die es ja doch glücklicherweise großzügig gibt. Warum sind hier Fackeldinger? Keine Ahnung. Also einen großen Schlüssel haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir erstmal so weiter. Und so einfache Gegner werden auch keinen kleinen Schlüssel haben. Wenn da jetzt nicht ein spezieller Raum dafür ist. So, muss man hier alles anmachen? Nein, da muss man was anders machen. Finden wir gleich raus. Erst will ich aus dem Dungeon. Weil es hier ja ein Herzteil gab. Und wir dadurch mehr Energie haben. So, und... Ah, da brauchen wir noch Kraftarmbänder. Dann, weil aktuell... zu schwer. Sieht sehr Bossfight-mäßig aus, die Höhle. Aber können wir halt noch nichts tun aktuell. So, und hier war... Ja, muss man ein... Boah, das ist fies, ne? Einen Block verschieben. Okay, aber im Prinzip kommen auch weiter, ohne das zu tun. Gut, gucken wir nochmal kurz die Karte an. Uns fehlt ein Schlüssel für die rechte Seite. Müssen wir doch Gegner für einen Schlüssel besiegen? Also ich vermisse den kleinen wie den großen Key. Hier war nur der Tipp. Müssen wir doch die Zunge runter? Nee. Hier gab es die Karte. Der Raum hier oben ist einfach nur ein Kampf. Sonst ist hier gar nichts. Also in beiden Räumen oben ist eigentlich gar nichts. Habe ich dann wirklich... verpasst, hier einen Gegner zu killen? Und das, die haben doch einen Schlüssel? Nee.
Wenn wir hier rausgehen, dann fallen wir. Würden wir fallen. Okay, nicht ganz.